was hältst du von Feuerfischen? Eine Plage. Feuerfische, ja, das ist ein Barsch und ein Lauerjäger. Ja, alleine dadurch, ich meine, die sind optisch wunderschön. Also den Rotfeuerfisch, den man meistens kennt, finde ich auch nicht mal unbedingt so schön. Also viel schöner finde ich den Zwergfeuerfisch. Der ist noch ein bisschen intensiver gefärbt, ist aber nicht viel kleiner als der Rotfeuerfisch. Aber ich habe ja auch schon ein paar Mal erzählt, ich habe damals auch mal 10 Feuerfische gekauft, importiert. So kleine Feuerfische. Und habe die alle in ein Becken gesetzt, weil ich dachte, alle gleich groß, passiert nichts. Ja, scheiße war, die haben sich gegenseitig gefressen. Gegenseitig haben die sich gefressen. Ja, also da weiß man mal, was die wegstecken können. So, und das heißt, die fressen alles, was ja bis beinahe zu ihrer eigenen Größe. Ja, also wenn sie erwachsen sind, schaffen es nicht mehr gleich große zu fressen wie als Jungtiere, aber nah ran. Ja. Problem bei den Tieren ist, dass die in der Karibik mittlerweile invasiv vorkommen. Ja, die wurden da vermutlich durch ausgesetzte Tiere eingeführt in der Karibik. Und dadurch, dass sie da eben keine Fressfeinde haben, haben die sich natürlich invasiv vermehrt. Ja, mittlerweile geht man hin und versucht also auch Haie, auch Haien diese Tiere schmackhaft zu machen, indem man halt ganz gezielt Feuerfische harponiert und den Fischen, den Haien zum Fressen vorsetzt. Ja, und das scheint auch so ganz langsam Erfolg zu bringen. Denn dazu kommt, dass man halt auch die Restaurants da, also die Gastronomie, so ein bisschen in die Richtung schubst, also Feuerfisch auf die Speisekarte zu setzen. Ja, ist halt ein Barsch und halt essbar. Ne? Den kann man ganz bequem essen. Und Barsch mit Sicherheit nicht, also kein bestimmten leckerer Fisch. Ne? Also um in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass die Tiere eben da auch zumindest abgefangen werden, weil es ist meines Erachtens relativ aussichtslos, die Tiere da wieder wegzukriegen. Ja? Und es macht keinen Sinn, wie wir das haben wir in Australien erlebt. Ja, wenn da halt irgendein Tier ausgesetzt wird, was keine Feinde hat, die vermehren sich explosionsartig, wenn man dann hingeht und quasi ein Prädator davon, von diesen Tieren aus dem Ursprungshabitat, wo die ursprünglich mal herkamen, wieder auch einbürgert, dann tun die alles, nur nicht ihr ursprüngliches Nahrungstier zu fangen, sondern die fangen alles, was sie nicht kennt, was denen keine Angst gegenüberbringt. Also die sorgen erstmal dafür, dass quasi friedliche Tiere aussterben, weil eben wieder ein Tier dazu gekommen ist, womit die ursprüngliche Fauna nicht klarkommt. Ja, und deswegen macht das keinen Sinn, jetzt in der Karibik irgendwelche Tiere auszusetzen, die Feuerfische fressen würden. Ne? Also kann man nur dafür sorgen, dass die entweder harponiert werden, ja, und halt auch zum Essen gefangen werden. Und dass man eventuell dafür sorgt, dass also vorhandene Tiere, ja, Haie, halt auf den Geschmack gebracht werden, Feuerfische zu fressen. Ja, also ansonsten ist das natürlich eine Katastrophe für die Karibik. Und der Feuerfisch als, ich sag mal, als Prädator, der durch die Erscheinungsweise, die er hat, quasi sein Äußeres in der Umgebung auflöst, ja, und die Tiere, die er frisst, quasi das nicht kennen. Ja, und entsprechend auch keine Angst haben, sind natürlich leichte Beute. Das heißt, es ist also nicht nur, dass er selber keine Feinde hat, sondern auch seine Beute kennt sie als Feinde nicht. Ja, also die haben doppelt auch noch die Chance, sich da noch weiter zu vermehren, weil sie da halt alles wegfressen können, ne? Weil es keine Angst hat, ne? Ist eine Katastrophe, ne? Ja, also bitte. Kommt nicht auf die Idee, irgendwelche Tiere in der Natur auszusetzen, nur weil ihr sie nicht mehr im Aquarium haben wollt. Ist natürlich eine Katastrophe, wenn der Zoohandel Fische nicht annimmt. Also meines Erachtens sollte der Gesetzgeber
dafür sorgen, dass der etablierte Zoohandel oder überhaupt jeder Händler, der Fische anbietet, auch Fische, die man nicht mehr haben möchte, auch annehmen muss, zurücknehmen muss. Das ist meine Empfehlung an den Gesetzgeber. Ja, da sollte man was tun. Ja, dann wird auch dieses Aussetzen von Tieren auch einfach eingeschränkt. Ja. Also wenn ich Tiere verkaufe, das ist so wie mit Batterien. Verkaufst du Batterien, musst du auch die abgelaufenen, die leeren Batterien auch annehmen. Ja, und so sollte das bei den Fischen auch sein.